Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Have a Look At. Und zwar haben wir heute das Spiel Yomi. Das Spiel ist frisch auf Steam erschienen. Es gab es schon vorher, ich glaube, auf Mobile, Graden und als Webspiel. Ich wollte das Webspiel mal testen, bevor ich das Spiel teste, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Und der Entwickler war so nett, mir deshalb einen Steam Key zur Verfügung zu stellen. Und deshalb schauen wir uns das mal an. Das ist ein Kartenkampfspiel. So sah das bei Steam aus. Also, man muss irgendwie ausweichen und angreifen und so weiter. Und das Ganze funktioniert anhand von Karten. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Indem wir, würde ich sagen, das Tutorial ruhig mal spielen, weil das ist bestimmt nicht so einfach. Keine Ahnung, wie die deutsche Synchro ist, wollte ich gerade sagen, wie die deutsche Übersetzung ist. Ich habe es gerade einmal auf Deutsch gestellt. Schauen wir uns aber mal an. Also, lerne die Grundlagen, spiele Angriffe und Würfe, blocke gegnerische Angriffe oder weiche ihnen aus, führe Kombos aus, indem du Starter mit Linkern und Endern verbindest. Okay, Starter sind wahrscheinlich Sachen, die starten. Linker sind wahrscheinlich Sachen, die verbinden. Ja, Linken wahrscheinlich. Und das sind wahrscheinlich Sachen, die man an Ende packt. Ja, ne, gewöhnungsbedürftige Übersetzung, aber man kann es verstehen, wenn man sich Mühe gibt. So, das ist dann wahrscheinlich das hier, anders da wahrscheinlich das. Also machen wir erstmal Grundlagen. Willkommen bei Yomi, dem Prügelspiel mit Karten. So kann man es noch einfacher zusammenfassen. Also Yomi ist ein Kampfspiel, bei dem du versuchst, die Lebenspunkte deines Gegners durch verschiedene Manöver, Angriffe, Würfe, Blocks und Ausweichen auf oder unter Null zu bringen. Dies sind deine Handkarten. Du kannst jede Karte im Spiel vergrößern, indem du die Mauszeiger drüber bewegst und die rechte Maustaste oder die Leertaste drückst. Bam, bam, kriegen wir hin. Jede Karte hat zwei Hälften mit teilweise unterschiedlichen Manövern. Um das Kampfmanöver für die nächste Runde zu wählen, musst du die Karte so drehen, dass die gewünschte Hälfte nach oben zeigt. Drehe jetzt deine 8 durch einen Linksklick. Jede ausgespielte Kampfkarte zeigt eines von vier Manövern. Angriff, Wurf, Block oder Ausweichen. Angriff, Ausweichen, Block oder Wurf. Okay. In jeder Runde legen du und dein Gegner je eine verdeckte Karte vor sich ab. Anschließend werden beide Karten gleichzeitig aufgedeckt. Du könntest das ja mal angucken. Es wird vielleicht gleich auch erklärt. Ah, hier haben wir Angriff. Das sind wahrscheinlich die Kosten oder so. Angriffsgeschwindigkeit oder sowas. Stärke, wenn diese Karte geblockt wird oder der Schlagabtausch gewinnt, ziehe eine Karte kombinierbar mit einer 3, einem Verbinder oder Ender. Wo weiß ich denn, was das hier ist? In dem Zeichen oder? Das ist ein A oder ein D? Keine Ahnung. Naja, das wird wahrscheinlich gleich erklärt. Angriff schlägt Wurf, Wurf schlägt Block oder Ausweichen, Block oder Ausweichen schlägt Angriff. Okay. Die vier Manöver verhalten sich zueinander wie Schere, Stein, Papier. Angriff schlägt Wurf, Wurf schlägt Block, Block, Ausweichen, aber gehört gesehen. Eine ausgespielte. Also geht immer nur das unten, oder? Wohl gilt beides, ja, klar. Eine ausgespielte Blockkarte darfst du auf die Hand zurücknehmen, sofern du nicht geworfen wurdest. Wenn du damit einen Angriff blockst, darfst du sofort eine zusätzliche Karte vom Deck ziehen. Wenn du einen Angriff oder Joker blockst, ziehe eine Karte. Nimm diese Karte zurück auf die Hand, außer du wurdest geworfen. Wenn du einen Angriff oder Joker ausweichst, darfst du mit einem Angriff oder Wurf zurückschlagen. Irgendwie habe ich noch nicht ganz genau mal, was hier gerade wie gilt, aber vielleicht verstehen wir da gleich mehr. Spiele eine Kampfaktion. Wir wollen uns das
Was? Wir wollen uns das anhand einer realen Spielsituation genauer ansehen, ja. Dein Gegner Grave hat seine Kampfkarte schon verdeckt ausgespielt. Spiele deine 8 als Block, indem du sie um 180 Grad drehst. Um eine Karte auszuspielen, klicke sie mit Linksklick an. Ziehe sie dann mit gedrückter Maustaste nach oben auf das Spiel. Okay, also mit Linksklick können wir immer drehen. Bam, bam, bam. Ich soll jetzt blocken. Also muss das oben sein, würde ich sagen, oder? Oder muss es unten sein? Ne, so ist doch ein Wurf, oder nicht? Also immer beides da. Das irritiert hat, aber die Schrift dich auch mitdreht. Aber ich würde sagen, so ist Block. Und dann so. Ja, okay. Also immer das, was oben ist. Block gewinnt. Mit einem Block verursachst du zwar keinen Schaden, aber du blockst damit den Angriff deines Gegners und vergrößerst im selben Atemzug die Zahl deiner Handkarten. Zu Beginn jeder Kampfrunde ziehen beide Spieler eine Karte von ihrem Deck. Weichst du einem Angriff aus, so kannst du mit einem einzelnen Angriff oder Wurf kontern. Längere Kombos sind nicht möglich. Weichst du einem Angriff aus, so kannst du mit einem einzelnen Angriff oder Wurf kontern. Okay, wenn ich ausweiche, darf ich nochmal zurückschlagen, oder was? Ja. Okay. Drehe nun deine 2 und wähle Ausweichen als Kampfmanöver. So, die Zahlen sind einfach nur... sind aber nur unterschiedliche Karten. Also alle 2 sind dieselben, alle 3 sind dieselben und so weiter. Oder? Bei den 6 ist dasselbe, nee, noch stärker. Bei diesen genau gleich, ne? Ja, okay. So was, ich soll sie drehen auf Ausweichen. Also so. Ausweichen gewinnt. So, du konntest Graves Angriff ausweichen. Jetzt werden wir mit einem einzelnen Angriff oder Wurf kontern. Wuchtiger Schuss, der stärkere der beiden Angriffe auf deinem Buben, verursacht 8 Schadenspunkte. Prüfe, ob die Karte richtig gedreht ist. Linksklick und spiele nun wuchtiger Schuss. Das macht 8 Schaden oder was? Und das macht 6 Schaden. Nehme ich jetzt mal an. Also natürlich das mit 8 Schaden. Dann kann ich auch das da nehmen. Das macht ja 8 plus 5. Oder nicht. Theoretisch. Und das macht 6 plus 7. 6 plus 7, 8 plus 5. Naja, wir nehmen jetzt das. Bam. Gut gemacht. Grave hat durch deinen Angriff 8 Lebenspunkte verloren. Nun werden beide Kampfkarten auf die jeweiligen Ablagestapel gelegt. Gewinnst du mit einem Angriff gegen einen Wurf oder einen langsameren Angriff? Also kommt da wahrscheinlich die Geschwindigkeit ins Spiel. Dann verursachst du beim Gegner den oben rechts angezeigten Schaden. Hast du den Kampf darüber hinaus mit einem Standardangriff, Karten der Werte 2 bis 10 gewonnen, oder wurde dein Standardangriff geblockt, darfst du sofort eine Karte ziehen. Okay, das geht nur bei Standardangriffen. Also alles ab Bube, also ab B dann wahrscheinlich, ist keine Standardkarte mehr. Die Zahl im gelben Kästchen steht für die Geschwindigkeit des Manövers, das habe ich schon gedacht. Je kleiner, desto schneller. Okay. Also kleiner besser. Im orangenen Kästchen wird angezeigt, wie viele Kombo-Punkte das Manöver verbraucht. Also einen. Und ist dein Manöver kombinierbar, so kannst du ihm eine Reihe weiterer Manöver folgen lassen, solange die Summe der dabei verbrauchten Kombo-Punkte dein Kombo-Limit nicht übersteigt. Wo sehe ich denn mein Kombo-Limit? Jainas Kombo-Limit ist 5. Das sehe ich wo? Das weiß ich einfach, oder was? Ich sehe zumindest nirgendwo eine 5. Naja.
Grave mit einer längeren. Was versuchen wir nun, Grave mit einer längeren Combo zu treffen? Spiele zuerst eine 2. So, das verbraucht einen Combo-Punkt. So, dein Angriff schlägt Graves Wurf. Du kannst deinen Angriff jetzt mit weiteren Manövern zu einer längeren Combo fortsetzen. Auf jeder Karte steht, mit welcher anderen Karte sie kombinierbar ist. Die Regeln sind denkbar einfach. Standardangriffe sind untereinander kombinierbar, solange der Wert der nachfolgenden Karte genau um einen höher ist als der der vorherigen oder mit einem Linker oder Ender. Ein Starter oder Linker? Linker, Linker. Kann mit einem Standardangriff, einem Linker oder einem Ender kombiniert werden. Kombinieren wir die Spielte 2 mit einem Doppel. Okay, also entweder mit einer Zahl höher oder mit diesen komischen Linker-Karten. Wo ich immer noch nicht weiß, wo genau das steht. Da unten wahrscheinlich, weil da steht Starter, Starter, Ender, Ender, Linker. Okay. Also kommt jetzt erstmal die 3 wahrscheinlich, weil das ist höher und danach muss ich wahrscheinlich linken. Also erstmal kommt auf eine 2 eine, genau, eins höhere. Das ist der zweite Kombopunkt. Dann können wir es linken. Einige Manöver, zum Beispiel der Kreuzfeuerkick, erlauben dir den verursachten Schaden durch das Anlegen weiterer Handkarten zu verstärken. Nach einem Treffer darfst du die im grünen Kästchen angegebenen Karten auslegen, um den Schaden deiner Kampfkarte entsprechend zu verstärken. Plus K, plus K, plus K bedeutet beispielsweise, dass du bis zu 3 weitere Könige abwerfen und den Schaden damit um jeweils 7 Punkte erhöhen kannst. Achso, pro Ding um 7, okay. Das heißt, ich kann noch einen. Das zählt aber nicht zum Combo-Limit, ne? Ne, ist einfach nur eine verstärkte Karte. Jetzt habe ich aber immer noch 1, 2, 4 Combo-Punkte aufgebaut. Das heißt, ich dürfte noch einen, ne? Genau, das erklärt er mir hier, glaube ich, auch gerade. Linker können wir schon. Wir haben bisher 4 von 5, genau, das habe ich ja gerade ausgerechnet. Krasse Mathematik und so. Das heißt, ich darf noch einen weiteren. Da wir jetzt gelinkt haben, dürfen wir jede, oder? Der Nummer ist Kommapunkt. Ich spiele jetzt deine. Dürfte halt nur eine, die noch einen kann. Das heißt, die hier oder die. Ich könnte auch ein Ender machen, gar nicht, ob das Boni gibt, aber ich nehme jetzt die hier. Denn die macht 6 Damage. So. Bam, 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 bam. Combo. Wow, wir haben Grave mit einer Combo aus 4 Treffern getroffen und davon einen der Angriffe zunächst zusätzlich verstärkt. Unsere Combo kostet unseren Gegner 24 Lebenspunkte. Kann er jetzt alle blocken oder blockt er dann 9 oder? Würfe sind äußerst wirksam gegen defensive Manöver. Also Würfe schlagen ja blocken. Okay. Pflegt dein Wurf einen Block ausweichen oder einen langsameren Wurf, dann fügst du deinem Gegner Schaden zu und kannst den Wurf in den meisten Fällen mit weiteren Karten kombinieren. Ich will ja werfen, ne? Kostet 2 Combo-Punkte, ist aber relativ langsam mit 8,6 und ist aber eine Starterkarte, gab das Boni-Punkt. Oder kann ich damit auch nur Kombos starten, wenn es eine Starterkarte ist? Das werden wir alles noch herausfinden müssen. Dein Wurf legt Graves Block und du kannst ja schon Block, Wurf legt Block, so. Jainas Würfe sind Starter. Du kannst sie daher immer nur als erste Karte einer Combo spielen. Ah, okay. Und sie starten nur Combos. Ich kann keine Starterkarten danach reinpacken, denn es müssen dann jeweils eine 1 höhere oder durch Linker verbunden werden. Oder einfach ändern, dann ist er wahrscheinlich Ende. Ich jetzt mal. Ja, also das macht einfach ein Ende. Ist egal, welche ich nehme, ich nehme die nächste, wohl nicht egal. Ich muss wahrscheinlich erstmal hier.
So, da unsere Handkarten zurzeit kaum Optionen zum Spielen einer Combo bieten, wählen wir den Pfeil. Der wuchtige Schuss auf der anderen Kartenhälfte ist ein Starter. Genau, also den hier könnt ihr jetzt nicht benutzen, weil es ein Starter ist, aber das hier können wir, weil es ein Ender ist. So. Wie eben erwähnt, nicht in der Mitte einer Combo eingesetzt werden. Es gibt einen weiteren Combo-Typ, der uns jedoch noch nicht begegnet ist, nämlich keine Combo. Es ist so einfach, wie er klingt. Keine Combo-Manöver müssen stets als Einzelkarten gespielt werden. Okay. Combo. Wieder eine gute Combo. Zwei Treffer, 13 Schaden. So, lange Kombos verursachen zwar großen Schaden, verbrauchen aber im Gegenzug viele Handkarten. Hast du wenige Karten, kannst du möglicherweise nicht mehr alle Manöver spielen. Zurzeit hast du 4. Der einfachste Weg, um an Karten zu kommen, ist das Spielen eines Blocks. Spiele jetzt die 9 Block. So. Triff deinen Block auf einen anderen Block oder ausweichen deines Gegners, so darfst du zwar die Blockkarte auf die Hand zurücknehmen, erhältst aber keine Bonuskarte beim Block. Eine Ausweichenkarte hingegen wird stets abgeworfen. Das ist gut. Ich weiß, ich kann sie jetzt nochmal spielen. Ja. Jetzt greift er an und ich habe geblockt. Oh. So, obwohl wir Graves Donnerstoß erfolgreich geblockt haben, erleiden wir Blockschaden. Dieser wird als kleine Zahl im blauen Schild unter dem Schadenswert des Manövers angegeben. Das ist sein Angriff, genau, und wenn wir blocken, können wir trotzdem wieder Schaden. Okay, das heißt, er darf sie zurück auf die Hand nehmen. Und ich darf keine Karte ziehen. Jeder Charakter besitzt 2 bis 3 Kartenwerte mit aufgedruckten Spezialfähigkeiten, die gewisse Regeln außer Kraft setzen oder erweitern. Und die sagt mir jetzt halt, wenn er Blockschaden verursacht, darf ich keine Karte ziehen, und das macht er ja. Graves Donnerstoß stellt für uns ein Problem dar. Wir können ihn nicht effektiv blocken und Grave kann ihn in der nächsten Runde erneut ausspielen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, denn wir können seine 2.4 schnellen Donnerstoß mit einem schnelleren Angriff schlagen. Je kleiner die Zahl, desto besser. Das heißt, wir nehmen die 0,2. Die ein Ender ist, was halt kann danach aber nichts mehr spielen. Okay. So langsam kommen wir rein. Gleich können wir erstmal irgendwo richtig hart verkacken. Diesmal hat es geklappt, der schnellere Angriff gewinnt, der durch Drachennetz verursachte Schaden kann zudem durch Ablegen einer beliebigen Handkarte, eine beliebige, 5 verstärkt werden. Leider ist keine Kombo möglich, aber ich kann trotzdem irgendeine beliebige Karte abwerfen. Also nehmen wir hier so eine billige. Schade, dass am Ende der Runde alle Karten abgeworfen werden müssen, oder doch nicht? Jeder Charakter hat eine besondere Fähigkeit, die ihn von allen anderen Charakteren unterscheidet. Janas Charakterfähigkeit ist brennender Eifer. Sie erlaubt, die ausgespielte Combo-Karten im Tausch gegen Lebenspunkte auf die Hand zurückzunehmen. Wir wollen nun die gespielte 3 gegen einen Verlust von 3 Lebenspunkten auf die Hand zurücknehmen, ein fairer Tausch. Die Dame können wir auf diese Weise leider nicht zurückkaufen, da wir nicht mehr als 35 Lebenspunkte besitzen. Was tun wir doch? Da wir mehr als 35 Lebenspunkte besitzen. Klicke die 3 an, um sie für Wandeleifer. Okay. Hey. Achso, die 3. Ja. Lesen und so. Wenn du angegriffen hast, dann stand da irgendwas, was wohl nicht wichtig war. Du kannst dir jederzeit die Charakterkarten beider Kämpfer ansehen, indem du den Mauszeiger um links und rechts bewegst. Und da sehe ich dann
Die Heldenfähigkeiten. Bisher hast du deine Sache sehr gut gemacht. Du solltest nun genug wissen, um Grave ohne meine Hilfe besiegen zu können. Das werden wir sehen. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal noch eine Karte, also blocken wir. Er blockt auch. Dann passiert nichts. Suche nach Assen im Deck oder Ablagestapel, indem du zwei oder mehrere Handkarten mit demselben Wert abwirfst. Oder klicke auf Weiter. Ich habe keine zwei Karten mit demselben Wert. Fähigkeiten Vorbereitungsphase. Nach der Zielphase spiele eine Fähigkeit oder klicke auf Weiter. Weiter. So, jetzt haben wir immer ein paar Karten bekommen. So, was war es? Ausweichen schlägt Angriff und Wurf schlägt Blocken, ne? Aber Angriff schlägt Wurf. Was er jetzt angreifen? Man weiß es nicht. Falls ja, blocken wir. Hä? Krieg ich Blockschaden? Nein. So. Niedergeschlagene Gegner stehen auf, wenn du diese Runde als Kampfaktion einen Angriff aufdeckst, darfst du ihn um 180 Grad wenden. Gewinnst du diesen Schlagabtausch, kannst du zwei Asse aus deinem Deck ohne Ablagestapel auf die Hand nehmen. Wenn nicht, verlierst du 7 Lebenspunkte und darfst diese Runde keine Asse spielen. Niedergeschlagene Gegner stehen auf, wenn du diese Karte. Denn diese Runde als Kampfaktion einen Angriff aufdeckst, darfst du ihn noch. Also wenn er einen Angriff hat, dann darf ich die Karte einfach 180 Grad drehen aus. Und wenn ich dann immer noch gewinne, darf ich zwei Asse ziehen. Habe ich richtig verstanden, oder? Oh. Weiter. Warte, was war das jetzt? Wenn es ein Angriff ist. Das heißt, wenn es ein Angriff ist, darf ich es umdrehen. Dann könnte es zum Beispiel ausweichen werden. Und ausweichen schlage ich ja mit einem Wurf. Ne? Also nehmen wir einen Wurf. Ah, es war kein Angriff. Schade. Dass das nicht war, verliere ich irgendwas, oder? Weil ich. Ziehe zwei Karten. Das. Okay. Können wir eine Combo starten? 3, 4, 5. Zum Beispiel. Zack, zack. Hat den schnelleren Angriff, das heißt, er gewinnt. Das ist schade. Willst du eine Karte verdeckt spielen? Will ich das? Weil ich mich gar nicht einfach. Brennender Eifer, so weil ich die Karte wieder haben will. Ich kann ja mal einen Ass mitnehmen. Gucken, was so ein Ass kann. Nimm ein Ass auf die Hand, mache ich doch. Klicke auf ein Ass aus deinem Deck oder Ablagestapel, um es auf die Hand zu nehmen, klicke auf Deck oder Ablagestapel. Ich hätte gern das. Danke. Das macht 18 Damage. Da sollte er natürlich nur nicht ausweichen, ne? Oder das hier. Jedes weitere Ass kann ich 9 Damage machen. Warum kann ich das jetzt nicht spielen? Ach, muss ein Ass abwerfen, um überhaupt spielen zu können. Ist ja auch doof. Dann sagen wir zumindest einen Linker. Probieren wir es nochmal mit einem Angriff.
Und das wieder langsamer. So viel zu, ich werde es alleine schaffen, ihn zu besiegen. Ich werde noch aufs Maul kriegen. Nein, ich will es nicht haben. Ich blocke jetzt einfach. Die mich einfach dauerpenetriert mit Angriffen, ne? So, ich habe jetzt einen Joker hier. Erklärt mir, was der Joker macht. Ne. Kombobrecher! Nach einem verlorenen Flankabtausch darfst du den Joker oder eine Bluffkarte verdeckt spielen. Wenn du einen Joker aufdeckst, verhindere zusätzlichen Schaden, zieh zwei Karten. Okay. Ich will jetzt aber gerne mal Damage machen. Aber er blockt. Kenne deinen Gegner. Klicke auf Weiter, wenn du dir die Karte des Gegners angesehen hast. Er ist halt ausgewichen. Tja, dann... Lass mich doch mal gucken. Attacke. Goldexplosion. Ja, ist klar. Fuck, die hätte ich mir wiederholen können. Zu spät. Aber jetzt geh doch mal sterben hier. Der ist schneller, oder? Na was? Wieso ist denn so schnell? Ich werde echt noch sterben. Nein, Herr Mann. Ja, meinst du, er wird wieder angreifen? Wir können es ja mal testen. So. Falls er angreift, dann drehen wir sie ja um. Das heißt, dann kann wieder ausweichen. Das heißt, ich wollte einen Wurf machen. Ne? Das heißt, ich probiere mal. Aber es ist kein Angriff. Aber Wurf gewinnt ja trotzdem gegen Block. So, jetzt kann ich Combo fortsetzen, weil das irgendwann ein Starter war. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Aber es war natürlich alles geplant. Das heißt, ich kann entweder ein höheres nehmen, was ein Bube wäre, aber dann würde es enden. Daher nehmen wir einen Linker. Und dann können wir noch einen mit einem Kombopunkt, was dann der Flammenpfeil wäre. Oder halt das links. Aber wir nehmen den Flammenpfeil. Bam! Schwusch! Einmal muss ich noch durchkommen, dann läuft's. Blocken wir erstmal. So. Und jetzt müssen wir durchkommen. Irgendwie einen schnellen Angriff. Nicht mehr, doch hier. Was ein Ende. Und hier auch. 0,2. Na, ist ausgewichen. Wann konnte ich das Ass spielen? So, konnte ich ein Combo brechen. Blocken wir nochmal. Ich block Damage, ne? Sehe ich das richtig? Nicht? Doch, okay. So, jetzt müssen wir doch mal wieder was durchkriegen hier, oder? 4,6, 2,6. Wir müssen noch hier irgendwo durchkommen. Mal. Wurf gewinne ich doch, ne? Ja.
Spiel eine Kombo-Karte oder Klick auf weiter. Ich kann auch gar nicht, oder? Das war doch ein Ende. Wieso darf ich denn jetzt Kombo? Das weiß ich. Ach so, weil ich. Ah, ich darf noch eine beliebige Karte abwerfen, das ist es. Wollte gerade sagen. Eine beliebige Karte, dann nehmen wir doch mal. Nehmen wir dich. Und damit haben wir endlich gewonnen! Hat aber auch gedauert, ne? Man hat mich schlecht angestellt. You've received one inscribed card pack. Inscribed card packs let you upgrade your existing cards to member stats. Check it out in the card collection. Awesome. So, ich würde deine restliche Tutorial spielen nochmal selber und dann schauen wir uns vielleicht nochmal ein normales Match an in Teil 2. Und gucken, wie ich richtig aufs Maul kriege. Aber das Spiel ist auf jeden Fall interessant. Ist gar nicht so leicht, erstmal überall reinzufinden, weil es halt doch recht viele Features hat. Und es ist so, habe ich glaube ich gar nicht erwähnt. Es ist halt ein normales Kartenspiel, auch keine Ahnung, das gecrowdfundet wurde. Kann gut sein. Was danach halt erst digital umgesetzt wurde. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das auf jeden Fall nochmal an, wenn ich ein bisschen weiter gelernt habe. Dann schauen wir uns mal ein normales Spiel an gegen einen Spieler oder Computer mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bis hierhin fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich wahrscheinlich nochmal wieder. Tschüss!